Wer bist du? Ja gut, da ist du passt. Oh, ich bin nackelig. Aha, sieht auch gut aus. Fünf Mann sind hier schon auf dem Server unterwegs. Okay, die Leistung lasse ich mir so gefallen. Weißt du, jetzt bin ich ja hier direkt gejoint, ne? Im Portalier. Nothing to lax. Keine Probleme. Keine. Aber ich habe auch, wie gesagt, das Feld of View gestern aufgedreht, nachdem ich Syria zugeguckt hatte. Und habe direkt da schon gemerkt, keine Probleme mehr zu haben. Ja, ich renne jetzt voll in die Stadt rein. Hey, 80% CPU-Last, das ist okay. Warum bist du aber nackend da? Geh mich doch abends mal aus. Achso. Jetzt hat es ein Mikroleck gegeben. Aber wirklich ganz kurzer Zucker. Und jetzt bin ich gleich in der Stadt. Ich habe allerdings keinen Frame-Counter mehr. Upp, jetzt stehe ich vorm Generale sein Haus. Wo ist der? Genau. STATS FPS. Ne, Stadt FPS, ne? Hallo. Achso, da drücken. Ernsthaft? Die haben Stadt FPS aus? Aufnahme stoppen. Okay. Bericht. Ebenso. Danke. So ist gut. Grüß Gott, Leb. Ja, wenn ich ihn mal treffen sollte, natürlich. Aber schön zu sehen, ja, dass es noch andere Leute gibt, die den Herrn im Herzen tragen. Ja, das ist schon richtig so. Und ist ja nicht nur im Herzen, sondern das ist ja auch die Seele. Ja, noch gehört sie mir. Na, das bringt zum Ausdruck, ich grüße deine göttliche Seele, die in dir steckt. Ach so, ja, dann, ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage, habt ihr einen von der Admiralität oder von diesen Soldaten hier gesehen? Nein, leider noch nie. Ich bin zwar schon knapp eine Woche hier, ach doch, ja, an dem anderen Händlerhafen. Aber hier bin ich noch keinem begegnet, nein. Aber die haben da hinten irgendwo, haben die ihre Festung. Ah ja, damit ich es da nachgucken, weil vorne an ihrem Haupthaus, da haben die keinen antroffen. Ja, an der Festung, da habe ich mal geklingelt und dann haben die auch aufgemacht. Dann kam dann so ein kleiner Herr. Ah, danke schön. Dann werde ich es da mal probieren. Einen schönen Tag noch. Wünsche ich Ihnen auch und ja, grüß Gottle, ne? Ja, grüß Gottle. Hast du mitgekriegt, Bartholomäus? Der war freundlich, ne? Sind irgendwie alle immer freundlich. Na komm, wir gehen erstmal weiter. Wer ist der Herr an Löwen interessiert ist?
Ja, vielleicht hat er bereits ein Exemplar. Bernd Gorias von Port Azul. Port Azul, da war ich mal. Ja, natürlich. Guten Tag. Bartholomäus, komm mal her. Der nimmt mir das hinter wieder übel. Ja, Entschuldigung. Wir sind schon seit Ewigkeiten, seit Kindern befreundet und der nimmt das ganz schnell übel. So, guck mal, die zwei Herrschaften, wir stellen uns gerade vor. Ah, so, wir waren stehen geblieben. Port Azul, genau. Da war ich mal, aber da war keiner da. Ich glaube, ich hatte einen Zettel zurückgelassen. Naja, ein Brief war da von einem Michael Herrmann. Das ja, das. Der steht hier vor Ihnen. Ja. Und wie geht's Ihnen? Ja, mir geht's ganz gut, danke. Leider habe ich keine Tipps wegen Ihrem Vater oder so. Ich habe leider alles schon in Erfahrung gebracht. Mein Vater ist hier verstorben. Oh, das tut mir leid. Danke. Mein Beileid. Danke. Naja, nun ja, Sie sind also von Port Azul, diese komische Schrift, die ich dort vorfand. Hm, ja. Welche komische Schrift? Da vorne gab es einen Aushang und ich dachte mir, gehst du mal gucken, du willst eh Infos über Papa finden. Und bin dann durch die Gegend gereist, hatte sie dann gefunden und ja. Aber leider vergessen hier irgendwie alle Händler tatsächlich dafür zu sorgen, dass man dort auch einkaufen kann. Ich bin nicht in der Lage gewesen, irgendwo auch nur ein Werkzeug zu kaufen. Ja, das wird bei uns noch alles errichtet, aber ansonsten sind wir quasi noch dran, noch Leute zu suchen und zu finden. Ja, ich habe die ganzen Aufbauten gesehen, ich bin auch herumgelaufen und aber alles war so leer, verlassen und staubig und naja, und ich brauchte Werkzeug, aber das kriegt man ja hier irgendwie in keinen der Handelshäfen. Wir haben jetzt auch schon einen neuen Zettel an den Freihafen gemacht, den alten. Mhm, aha, von einer anderen Person habe ich entfernt. Entschuldigung. Ja, hallo, wie bist du? Aha. Ja? Ich weiß nicht, wer ihn den Sattel umgebunden hat, aber er ist deutlich zu eng. Nein. Doch. Das hat mir der Wolf hier gerade gesagt. Als ob. Bitte? Als ob. Ja, tatsächlich. Hören Sie nur genau hin. Sie reden mit Tieren? Ab und zu redet ein Tier mit mir. Aha. So. Ja, aber ansonsten geht's ihm gut. So, also Sie haben einen neuen Zettel ausgehangen. Ich habe Sie natürlich nicht vergessen, Entschuldigung. Ja, den alten von der anderen Person, den hab ich entfernt. Ja. Dann müsste ich da nochmal vorbeikommen. Mal gucken, ob man bei Ihnen dann vielleicht Werkzeug kriegt, falls ich heute kein Glück haben sollte. Nein, ich meine jetzt nicht wegen Werkzeug, ich meine jetzt da den Zettel hier an den Hafen. Dort hing ja noch vortragen, ein älterer. Ja gut, dann schaue ich mir den nochmal an. Na gut, und was führt Sie an dem Wochentag hierher? Am Markttag? Ach, Verschiedenes. Mal gucken, was es so angeboten wird. Ansonsten hier und da. Kleiner Einkauf. Ja. Das habe ich auch vor. Naja gut, da möchte ich nicht weiter aufhalten. Denken Sie dran, dem Wölfchen ist das Sattelchen zu eng. Etwas lockern. Hat die Dame schon gelockert. Ich habe gerade die Gurte schon etwas gelockert. Ah, super. Das ist der. Alles gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und gute Geschäfte. Haben Sie denn schon eine Pleite eigentlich? Nein, ich bin auf Nachforschung hier gewesen und werde mich jetzt noch weiter darum bemühen, um zu gucken, welche Umstände ganz genau zu dem führten, was tatsächlich in der passiert ist. Also ich werde noch eine Zeit lang hier bleiben. Ah, okay. Falls eine Bleibe suchen, Port Azul, nimmt sie gerne auf.
Das Oder falls werde Sie ich mal mir ein, zwei merken. Tage Erholung brauchen, bei uns kann man sich super ausruhen. Na, das ist doch mal ein Angebot. Respekt vor Tieren, Freundlichkeit. Ja, das werde ich mir auf jeden Fall gleich aufschreiben. Ist noch Falls kürzer. ich mal ja, ein bisschen Entspannung brauche, dann komme ich vorbei. Ja, okay. Mein Name ist übrigens Bis er wieder Muriela geht, das Sterut. Sie werden mich dann sicherlich auch noch. Muriella. Schöner Name. Besser? Ja, siehste. Na dann, gute Geschäfte und ja, auf bald. Auf bald. Auf bald. Bartholomäus, komm. Lass erstmal die Leute vorbei. Ja, komm. Ja. Ich hab's dir doch eben schon gesagt, du kriegst heute Abend zum Schlafen gehen Bier, nicht am helllichten Tag. Ja, das. Ja, das ist auf der anderen Seite, also genau. Ziemlich Guten genau Tag. hier sind die Insel genau zwischen unserer und eurer. Ja. Ah, das meinten Sie. Ich verstehe. Er ist auf der anderen Seite von Daher uns aus gesehen. Ja. etlichen gewesen. Nö. Guten Tag. Guten Ja, Tag. auf Geh mal einen. auf Seite, Bartholomäus. Komm mal her. Ach, Sie sprechen mit mir. Hallo, die Stimme kommt mir doch bekannt vor. Sie haben doch gerade gesagt, hier ist ja gut, mein Freund, haben Sie Ja, gesagt. ich habe meinen Bärli gemeint, den Bartholomäus. Ach so. Ja, der hat Ach so. wieder irgendwas gewittert. Der hat ein feines Näschen für Gefahren. Ach, Abend. okay. Was zum Teufel? Ja, sehr schockierend. Ich meine, ich verstehe, dass das hier, dass das Piraten sind, aber das muss doch auch nicht. Ist ja ekelhaft. Ja, da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Das ist sehr barbarisch. Vor allen Dingen vor aller Augen. Und das, ja, seit meiner Ankunft. Oh, ich habe gesagt, heute gibt es keine Lehren mehr. Verdammt nochmal. Entschuldigen Sie dafür. Ja, ich hab's vernommen. Er wollte noch was zu naschen haben. Da hat er schon 500 Bären gegessen. Der kriegt nichts mehr. Ja, mit meinem Freund. Achso, darf ich mich erstmal vorstellen? Mein Name ist Michael Herrmann. Das ist mein Freund Bartholomäus und trinkt gern mal einen über den Durst. Mein Name ist Markus Pierce. Warte, Sie geben Ihren Bären Bier? Nein, nicht ich gebe ihm das. Er klaut es sich immer wieder. Es hilft doch nicht, sein Schloss davor zu machen. Er schafft es mit seinen Krallen immer, das Schloss zu öffnen. Setzen wir uns in den Haus. So. Das ist ein schlaues Tier. Ja, seit über 20 Jahren gehen wir durch dick und dünn. Interessant. Meine Steff. Brunhilde kriegt sowas auch können, aber die reißt das Schloss auf. Bruni, ja, Tante Bruni macht das auch. So heißt bei dir. Die schlafen. Bitte? Meine Ja. Brunhilde. Ach so, ja gut, Unangenehm. Meine Tante heißt so, also ist ja nicht meine richtige Tante, eine Bekannte von meinem Vater, Gott hab ihn selig. Die ist auch so, Meinen also Sie? wenn der Schrank nicht sofort aufgeht, dann ist die Tür daneben. Das klingt nach. Ich glaube, der sagt. Naja. Das klingt nach der, ich will nicht sagen, aber. Wie groß Tante? Ja, ein klein wenig kleiner als ich, aber glauben Sie mir, Ihre Muskeln sind wortwörtlich aus Stahl. Das stimmt. Irgendwie habe ich vor Ihrer Tante Angst. Nein, die ist ganz nett, ganz nett. Es sei denn, man prügelt sich in einer Kneipe, in der sie gerne sich mit jemandem unterhält. Dann fliegt man auch gerne mal vor die Tür.
Und haben Sie Ihre Kostenproben fertiggestellt? Ja. Sagen Sie, bin ich nur unnatürlich groß oder ist jeder hier klein? Naja, die meisten sind hier nicht besonders groß gewachsen, aber sie sind schon ein wenig sehr groß. Moment, was? Guck ihn mal. Nee, ist sehr leise. Kommen Sie doch mit her. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber Ihr Äffchen meinte, dass er sich mit dem Hut doch recht doof vorkommt und die Äffinnen ihn dadurch verspotten. Oh. Seid gegrüßt. Oh, wow. Wer seid ihr denn? Na gut, das kannst du nachnehmen. Ich bin Gregorius Kenway. Ach, er schreit vor Freude. Ah. Ja, entschuldigt mein Outfit, ich bin eben untergegangen. Er sagt, sie sind immer ein gutes Herrchen und sie passen immer auf ihn auf. Ja, er ist zufrieden. Hm? Nein, kein Bier, heute Abend zum Schlafen gehen. Verstanden? Sie wollen doch noch... Entschuldigung. Kein Problem. Genau, und genau dieses Schiff ist jetzt am Meeresgrund. Oh, warum denn? Naja, ich würde sagen... Vielleicht gehen wir ein bisschen in die Richtung. 20 Zyklone und 10 verdammten Schiffe waren wohl zu viel auf einmal für dieses... Die Herren in der Schenke brüllen. Ja, ah, okay. Lass sie nicht sagen. Warte, ich komme gleich wieder. So, ich glaube, hier scheint es etwas ruhiger zu sein. So, was wollten die sagen? Kann ich sie dann... Ich hätte immer noch. Ja, dann gehen wir mal weiter. Nur ein kleines Stückchen. Wie kann man so laut sein beim Reden? Ja, schlimm. Gut. Ich glaube, jetzt ist es ruhig. Also, haben Sie... Ja, Haus! Wollen Sie noch nicht so rum, ja? Haus! Guten Abend. Der Tiger, der vorausgeht, hat den Sattel zu eng. Der schreit die ganze Zeit und die hören wohl nicht drauf. Ja, doch, der ist noch ein bisschen scheu. Trotz allem. Hören Sie lieber auf den Mann. Was? Aha, und das Frühstück war ziemlich mager. Was? Ja, kann gut sein. Der Mann kann irgendwie besser mit Tieren reden. Nein, ich spreche nicht mit den Tieren. Die Tiere sprechen ab und zu mal zu mir. Ah, wie geht's Ihnen denn? Ach, ganz gut. Ach, guck mal, wir hatten doch schon mal das Vergnügen. Tifi, richtig. Vegas, mein Name. Ah, jetzt habe ich den Namen auch mal richtig. Ja, richtig, der Mann von der Armada, der leider nichts wusste und sehr, sehr beschäftigt war. Richtig. Wie war nochmal der Herr? Michael Herrmann. Ach, Herr Herrmann, ach, wie geht's Ihnen? Den Umspenden entsprechend. Haben Sie schon Infos bekommen wegen Ihrem Vater? Haben Sie ihn gefunden? Mein Vater ist wohl hier verstorben. Ach Gott, das tut mir aber leid. Wissen Sie denn, wie er verstorben ist? Ja, ich kenne die Umstände, aber ich werde noch etwas genauer nachforschen, weil es kam nicht umsonst zu einem solchen Schritt und ich will genau wissen, wie es dazu kam. Oh, das tut mir aber leid. Aber zum Glück wissen Sie schon mal, was passiert ist, ein wenig. Ja, wissen die Herren, wo ich eine Krähe bekomme? Ich würde gerne meiner Mutter und meiner Tante Bruni eine Krähe zusenden, damit die über wissen, dass Papa nie wiederkommt. Ah, hier auf der Insel nicht. Also hier finden Sie keine? Nee, hier gibt's nur Papageien. Ja, die fliegen nicht lang genug. Nee. Und sonst gibt's keine weiteren Händler, die Ihnen bekannt sind? Wenn am Brett vorne nicht steht, nee. Nee, konnte ich leider nichts finden. Naja, gut, aber dann. Herr Vegas war nicht, glaube ich, ein Herr Langbart, der Krähen züchtet oder so? Oder besitzt? Ja, das kann gut möglich sein. Also ich glaube schon, weil ich glaube, Ein Marinero hatte doch auch von ihm eine Krähe gekriegt. Ja, das stimmt, das war ich. Gut, ich sag ihm das schon noch. Bei der Handels- und wie heißen sie noch? Ah, ja, die Menschen, die nur zu später Stunde. Ja, da will ich dann nochmal nachfragen.
bei dem Herrn Hartmus, glaube ich, da auf der Insel. Da ist ein Herr Langbart und ich glaube, dass der Krähen hat. Ah, super, das schreibe ich mir direkt mal auf. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ach, wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Markus Piers. Ich bin nur ein im Moment einsamer Händler. Vegas, mein Name. Schön, Sie mal zu treffen. Sagen Sie, Sie sind doch ja? die Leute, die diesen Piratenkopf damit aufgeregt haben, oder? Die, ja, okay. Die wir aufgemischt haben, oder was meinen Sie? Ja, der Piratenkopf, der da drüben mitten am Hafen ist. Ja, das war der Admiral. Das waren wir. Oh, sagen Sie, finden Sie das nicht ekelhaft? Doch. Meine, klar, alles gegen Piraten, aber das ist doch ekelhaft. Das soll ja abschrecken. Das soll ja abschreckend wirken. Ja, wo soll ich das Kotzen kriegen davon? Oh. Bitte. Mach nicht mal keine Sorgen, ist alles in Ordnung. Jeder, der das sieht, weiß Bescheid, was wir mit Piraten machen. Ja, aber ich habe gehört, die Piraten hatten trotzdem Angriff. Dann haben sie aber einen empfindlichen Magen. Ich, etwas, ja. Also, sowas geht zumindest. Vielleicht sollten sie mal einen Doktor aufsuchen. Kennen sie denn einen? Ja, den Herr Doktore. El Doktore, ja. Er ist doch am Brett angeschlagen. Ja, mal gucken. Danke. Der kann Ihnen garantiert helfen. Ja, das muss ich da mal. Er versteht sein Handwerk sehr gut. Der kann vorragend Ihnen helfen. Dann muss ich auf diese mich mal zu diesem El Doktore gehen. Danke für die Hilfe. Ja. Ja gut, meine Herren, wir begeben uns dann mal zum Handelshafen und schauen mal, wer alles da ist. Ja, und lockern Sie bitte unbedingt vorher den Sattel Ihres Tigers. Ja, werde ich machen. Er ist nämlich echt, er sagt, das wird schon langsam wund und es brennt und das ist echt nicht gut. Oh. Komm mal her, ja, die Schnalle und ach, da ist ja noch was drin und ach. Boah. Gerne, mein Freund, gerne. Ziehen. Er bedankt sich. Ach, danke. So, dann schönen Tag noch. Ihnen auch. Auch so. Ebenfalls. Mhm. War der eine, der Mr. Vegas jetzt wirklich nur kleinwüchsig oder... Tja, wenn seine Größe sein Wissen da spiegelt, das habe ich gemerkt, als ich dort geklingelt habe und nach Informationen frag. Er wusste von gar nichts irgendwas. Ach du Scheiße. Ja. Ja. Ich meine, waren wir stehen geblieben? Entschuldigen Sie. Ach ja. Sagen Sie, kennen Sie irgendwelche Leute, die vielleicht noch einen Platz zum Leben suchen? Nur warten Sie mal. Hat mich eben schon mal jemand angesprochen. Tatsächlich nein, aber ich bin auch erst seit kurzem hier in den Gewässern und war jetzt die letzte Woche komplett auf See, auf der Suche nach meinem Vater. Gott, hab ihn selig. Und hab zwar ein paar Leute kennengelernt, aber die sind alle schon sesshaft. Und viele große Siedlungen, die verstaubt und verlassen sind, habe ich auch schon gesehen. Das ist blöd. Weil ich könnte auf meinem Entstehen noch Leute gebrauchen. Aber vielleicht geben Sie mir mal die Informationen und wenn ich jemanden treffe, der was sucht, kann ich ja die Informationen weiterreichen, wo sie zu finden sind. Also zu finden, wenn ich auf der Insel, also die Insel liegt in C2 im Sektor, wenn man auf die Karte guckt, ist sie normalerweise im Sektor im rechten Eck. Vor allem es sollte eine Flagge draufstehen auf der Neu-England steht, das sollte man dann leicht finden. C2 Nord, rechte Ecke, haben Sie gesagt. Genau.
Ja, das ist hervorragend, weil das mit dem Nord, Süd, Ost, West und so, das ist für mich sehr schwierig. Habe ich mir aufgeschrieben, wenn ich jemanden treffe, reiche ich das natürlich weiter. Es Vielen war. Dank. Gut, dann, ja. Wo ist das? Das Äffchen freut sich ungemein Ich darüber, bin dass es im. den Hut los ist. Jetzt hat es eine Chance, ein Mädchen zu finden. Ja, das wird sich einrichten lassen, Oh. glaube ich, Bobo. Alles klar, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag Herr und Wir. auf bald. Ich muss mal gucken, dass ich noch was Ja? einkaufen kann. Ich brauche noch Werkzeug Würden und Sie. so. Auf bald. Ich muss mir auch was einkaufen. Ja, so ist es. Warum? Weil ich noch was. Bartholomäus, Entschuldigung, hat etwas länger gedauert, aber wie ich sehe, fängst du Was? an zu lesen. Herr Veron, bitte nehmen Sie Ihr Schiff und nehmen Sie den Herrn auf das Schiff mit und fahren da mal hin und bergen Sie bitte das Schiff. Herr Vegas, ich habe Ihnen gesagt, ich habe was Wichtiges vor. Dann bleiben Sie hier bei dem Handelshafen, Herr Veron, dann mache ich das mit dem Herrn. Kommen Sie mit, Herr, wie heißen Sie? Oh, entschuldigen Sie. Gregorius Kenway, mein Name. Herr Kenway, da kommen Sie mal mit. Vielen Dank. Jetzt mecker nicht rum. Ja, Die hier Herren? parken die. Bleib hier. Sind gerade zufällig irgendwelche Händler anwesend? Oh, wie sich alle umgucken. Scheinen wohl keine hier zu sein. Ein sehr schöner Markttag. Und ich habe gehofft, ich kann hier ein wenig Ausrüstung und Werkzeug erwerben. Ach, apropos, da die Leute der Armada hier sind. Ich hoffe, ihr. Ich muss echt mal sagen, die Werft ist recht klein. Ich grüße die Damen und Herren, die hier gerade Für einen anwesend Markttag. sind. Grüße. Grüße, Guten zufällig ein Tag. Händler? Hallo, Herr Johnson. Ich musste mein Schiff Ah. extra da Oh draußen nein, hinstellen, weil es so voll ist. Lieferant. Ja, da müssen wir uns drum kümmern, das stimmt schon. Gerade für so einen Markttag müssen wir sehen, dass wir da vielleicht doch ein bisschen mehr Platz schaffen können. Ah, die Armada. Wie schön, die Armada hier anzutreffen. Und wenn man auch einen Markttag hat, Wir können zwar wollen Schiffe auch hier nicht so verkauft reden. werden, aber selbst da bräuchte man einen extra Steg, um Es Schiffe zu ist fast verkaufen schon irgendwo hier schade, dass sie könnten. nicht das Schiff davor retten konnten, überfallen zu werden. Ja, Ja, das stimmt. was wollte ich Ihnen dazu sagen? Das werden wir auf jeden Fall Vor mal anmerken vier wollen, wenn jemand mir Quadranten davon wurde berichtet. Herr Momo von den Ja, okay. Handwerksgilde überfallen, von einem schwarzen Schiff. Danke auf jeden Fall für den Wie? Hinweis. Bitte. Ihre Wann war? Anwesenheit in Quadranten A4 ist geringfügig, meine Herren. Ja, wir haben ja auch noch andere Sachen zu tun, ne? Ei, aber wofür zahlen wir die Lizenzen, wenn sie uns nicht beschützen? Ja, aber wir können doch nicht an jedem Ort überall sein. Ei, aber vielleicht sollten Sie darüber nachdenken, die Bevölkerung einzubeziehen. Das könnte man machen, ja. Eben, gerade die Sonsbury besitzen ein prächtiges Kriegsschiff, das Sie vielleicht eventuell in Anbetracht beziehen sollen, dass Sie vielleicht eine Art Außenstelle erschaffen oder ein Bündnis oder anderes dergleichen. Wenn Sie es nicht schaffen, alle Quadranten zu überwachen, ja, das ist kein Problem. Es gibt auch weitere Bevölkerung hier draußen. Eine kleinere Unterstelle der Armada oder eine Navy oder anderes dergleichen könnte Ihnen dabei sehr gut helfen und vielleicht die Außenbezirke dieses Bereiches besser zu beschützen. Wenn ich sehe, dass von meiner Insel schwarzen Segel gehisst sind und ein Händlerschiff überfallen wird. Nun. Von den Verdammten wollen wir gar nicht erst reden, aber es ist sehr sorgniserregend. Und die Armada weiß eigentlich mal in Unterstützung der Armada eigentlich zu wissen. Trotz dessen müssen wir sehr an unsere eigene Sicherheit denken. Also sollten wir nicht sicher von den Piraten sein, kann es sein, dass sich manche Bürger entweder unter anderen Flaggen setzen oder leicht schwierige Bündnisse knüpfen. Sollte die Da Armada aber Material benötigen, um, ich sag mal, ihre Arbeit besser auszuführen, das sollte auch kein Problem sein. Die Johnson Corporation stellt sich gern zur Verfügung, Material zu liefern.
Ja, dann müssten Sie sich mal eventuell mit dem Admiral unterhalten, weil manche Sachen kann ich nicht über seinen Kopf entscheiden, weil ich halt Ei. ein Offizier bin. Aber Sie Und können das sicherlich weitertragen. ja, Sie auf jeden sehen Fall. wie ein sehr gebildeter, gefasster, fähiger Mann aus. Davon können Sie ausgehen, das kann ich gerne weiterleiten. Aber auf jeden Fall. Aber das ist Nun. schön, das ist aber schön, dass Sie mitdenken und die Bevölkerung so denken tut. Ich bin Ex-Navy, also. Hi. Okay. Warum Ex? Navy, nicht Armada. Ich habe gegen die spanische Flagge gekämpft, meine Herren. Interessant. Nun, falls Sie es nicht Ich wissen. fühle mich bei unseren Tieren sicherer. Kann sie da voll verstehen. Nun, wie Sie wissen, es gab eine Zeit lang Disput. Aber hier in den Gewässern ist dieser Disput ja nichtig, im Endeffekt. Nein, Bart, wir gehen nicht mehr zur Navy. Nein. Und stattdessen bin ich lieber darauf gefasst, meine Schmiedarbeiten anzufertigen und Leute zu beliefern. Ja, vielleicht kommen wir ja auf Sie zurück. Ah, denn Guardia Zuso ist gestern diesem besagten Piratenschiff mit voller Beladung an Steinen entkommen. Na, da haben Sie ja gut Glück gehabt. Nein. Aber Sie sollten gerade in Anbetracht der letzten Umstände und Ereignisse das wirklich in Betracht ziehen, eventuell eine Art Bürgerwehr mit einzubeziehen. Aber Sie können das sicherlich den Admiral besser den Vorschlag unterbreiten als jemand wie ich. Da haben Sie wohl recht. Wie gesagt, das wird auch dementsprechend passieren. Ah, hier haben Sie auch meine Damen und Herren. Ein Hoffnungsblick. Ein Lichtblick. Unsere stolze Armada wird sicherlich weiterhin für gute Sicherheit gewährleisten auf See. Wir werden unser Bestes geben. Davon gehe ich aus. Also, wo sind die Händler? Ja, die suche ich Ja, auch. bis jetzt noch keinen gesehen. Sind die Gewässer etwa nicht sicher? Meine, ich bin auch schon beschossen worden mit meinem kleinen Fischerboot. Naja, wie ich es mitbekommen habe, wurden die letzten Markttage hier belagert und blockiert. Die Avalon selbst musste sich freischießen, um wieder hinauszukommen. Avalon, das ist ein Schiff der Armada? Nein. Okay, dann wundert mich das schon, dass die Zivilisten hier selbstständig aktiv werden müssen. Nun, wie gesagt, das ist die perfekte Gelegenheit, um die Zivilisten ein wenig anzubringen, zumindest die Freiwilligen davon. Es könnte revolutionär werden, gerade für die Armada. Naja gut, aber wenn Gegen die kleine Zivil... Bezahlungen, nicht wie Söldner. Das wäre unter der Würde der Armada. Ja, aber wenn die Zivilisten sich selbst behelfen müssen, dann stellt man doch die Sinnigkeit der Armada in Frage. Nein, 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 nein. Die Armada hat eine Menge zu tun. Es sind viele Quadranten, die dort sind. Stattdessen bräuchten sie ein wenig Unterstützung. Sehen wir es ja so. Das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Der eine sieht das so, der andere sieht das so. Ei. Wir hatten Jetzt früher ist es überall nicht Auge des Außenposten, Betrachters. um immer alles genau zu wissen. Außenposten, die ständig einsatzbereit und besetzt waren. Mr. Gorias, es ist eine Freude, Sie hier wiederzusehen. Und Miss. Naja, ich habe damit nichts mehr zu tun. Guter Mut. Miss Guter Mut. Guter Mut. Ja. Es freut Sehr mich, dass Sie gegrüßt, wiedererkennen. Big Chance. Das sind aber Wonderful. sehr wenig Händler hier. Absolutely wonderful. Ja, aktuell schon, ja. Aber der Markt hat ja auch erst angefangen. Ihr sollt einfach noch ein wenig warten. Ja, das können wir tun. Sehr laut. Ich würde fast schon vorschlagen, dass auf den vorhergeschehenen Ereignissen Sie vielleicht sogar mit den bekannten Guten Händlern Tag. sprechen. Grüß Gottlieb. Ach, wir hatten schon mal das Vergnügen. Sie sind Händler? Zu verstehen. Ich bin nicht direkt hin, ja, so mir Händler Erschöpfen. Apps mal zu Sie verkaufen, aber wissen. ich bin eher jetzt mal hier, um Kontakte zu Ja, wir sind. knüpfen und falls Leute Apps haben Ah. wollen, dass wir da was machen können. Echt. Zufällig gut Mörs. geschmiedetes Werkzeug dabei. Was hat sie? Ja. Ich
Sicherheit. Wie ah. So. Das hält mir auf jeden Fall. Wir haben der Schmiede, das haben wir, kennen Werkzeughersteller und auch verschiedene Sachen. Auf jeden Fall. Ich habe heute primär eher Musterstückle dabei. Also nur keine großen Mengen, weil ich wollte eher, wie gesagt, erstmal auf Kontakt knüpfen aus. Ja, natürlich, aber ich suche halt einen Satz Werkzeuge sowie einen okay. Enterhaken und eventuell auch einen Degen für mich persönlich. Ich brauche da keine großen Mengen. Nein, ein Enterhaken und ein Degen und Werkzeug. Da kann ich gleich mal gucken. Ich komme sofort wieder, was Sie da so da hau. Ach, Sie sind mein Retter. Dankeschön. Hi. Ich meine, yes. Da haben Sie. Und wo wäre es? Ein Schipppunkt. Richtig. Ran. Ran. Cool. Was? Wonderful. Was halten Sie? Streife laufen mit den Tieren? Ja, sollten wir tun. Klingt gut. Und notfalls das Gespräch. Gerne, mein Freund, gerne, mein Freund, gerne, wenn, gerne. Wenn. Ich denke, du kriegst später auch noch ein zweites Frühstück. Ja, ich sehe es auch. Das könnte doch noch sehr interessant werden, würde ich sagen, Herr Veron. Ja, schauen wir mal. Okay. Trotz des. Okay, dann schauen wir uns mal um ein wenig. Knüpfen ein paar ein Kontakte. Ich nehme mal einen Augenblick weg. Würde ich auch sagen. Also, wenn man. Bin der immer. Guten Tag. Guten Tag. Na, das stimmt wohl. Und das. Schönen guten Tag, die Dame. Schönen guten Tag. Gerade. Tschüss, mein Freund. Was Problem? Bei Ihnen. Darf man ja keinem erzählen, aber die behandeln ihre Tiere nicht gut. Ah, da ist er ja wieder. Ja, also, ich hab guckt, ich hab etwas dabei. Das könnt ihr ihm mal zeigen, ob da etwas dabei ist, was ihm so gefällt. Mhm. Könnten Sie diese. Mein. Ja, okay. Das, hat schon ein. Sie war. Hervorragend, da müssten wir uns nur noch über den Preis unterhalten. Genau, was also, würdet ihr denn da so euch vorstellen, was ihr da so zahlen wollt? Ich kenne die allgemeine Preislage hier nicht. Sagen Sie mir einfach, was Sie für den gesamten Satz möchten. Ja. Wollt ihr ein Gold zahlen oder gegen Handelsware tauschen? Ich zahle natürlich mit Gold. Ich bin erst vor einer Woche hier angekommen und ja, ich lebe auf meinem Fischerbötchen mit meinem Freund Bartholomäus, ne, Dicker? Ah, da vermute ich auch, dass ihr dann generell noch nicht so viel habt. Ich hätte jetzt gesagt, für das alles zusammen 200 Gold. Guten Tag. Grüße. Sagen wir 180 und wir kommen ins Geschäft. Dann machen wir das, dann passt es so. Hervorragend, ich hole eben. Was? Ich muss mal in die Satteltasche. Nein, und du kriegst jetzt kein Bier. Es ist Schluss. Erst zum Schlafen gehen. Bier hätt ihr auch dabei. Was willst du? Sagen Sie das doch nicht so laut. Psst, ich hätte Bier nicht dabei. Ist. Ja, wenn wir gleich zum Schiff gehen, kriegst du nur eins. Und dann noch eins zum Schlafen gehen. Ist das in Ordnung? Nein. So, so. Dann, ich habe hier Gold. Ja. Aus dem Rosen. Aus. Ich glaube, ich habe gerade falsche Knöpfe durch. Verzeichnis. Was ist nein. Na, was. Aber gegen mein. Vielen Dank. Ich danke jetzt auch. Jetzt macht's alles einfacher.
Und viel Erfolg. Ja, danke schön. Wo kann man sie denn finden? Also, falls ich mal noch andere Sachen benötige. Uns findet man im D4 im Nordosten. Schwabinger heißt unsere Insel, unser Hafen. Ah ja, dann habe ich schon mal einen Aushang von Ihnen gesehen. Genau, wir haben Haufe Kupfer, Hartholz, wir haben auch sogar Honig. Das mega die Beere auch ganz gern, so Honig. Ja, das ist richtig. Aber wo können Sie Harz gebrauchen? Hier, Solomi hat ganzen Harz hier eingesammelt. Können Sie so mitnehmen? Harz, die Insel. Hätten wir schon einiges. Also da Harz ist eher zweitrangig bei uns. Wie gesagt, wir haben ja einen Honig und daraus kann man auch Harz gewinnen. Ja, nee, ich möchte nichts dafür haben. Ich würde es nur nicht einfach wegschmeißen, weil er es eingesammelt hat, der Troll. Naja. Ja, das machen wir ganz gerne. Ich wollte etwas haben und dann sammelt er was ganz anderes ein. Ja. Na gut, dann weiß ich, wo ich das nächste Mal hin kann. Ich bin glücklich. Ich habe endlich alles, was ich brauche, oder zum Großteil. Nochmals vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Na dann, weiterhin gute Geschäfte. Danke ebenfalls. Was, wir haben alles. Was ist denn? Das ist die Armada, ne?